Ich begrüße euch zu den Walliser Nachrichten hier auf Tele Oberwallis. Wir schauen zusammen zurück auf den Freitag, den 16. April. Und das sind die Themen. Workshops zur Grossfusion FISP, erfolgreiches Geschäftsjahr für die Enalpine AG und rockige Klänge am Zermatt Unplugged. Schön habt ihr eingeschaltet. Die Projektverantwortlichen von der Grossfusion FISP haben am Donnerstag am Abend zu der ersten Plenarsitzung 2010 eingeladen. Die Gemeinde und Burgerrat und die leitenden Verwaltungsangestellten haben in Workshops aktiv neue Ideen, Lesungsvorschläge, aber auch Fragen zusammengestellt, die man dann im definitiven Grundlagenbericht berücksichtigen sollte. Mit dem Mai soll der Entwurf des Berichts bei den Gemeinderäten zur Vernehmlassung eintreffen. Ab Ende Mai will man zudem auch die Bevölkerung mit Workshops und Infoblättern mehr und mehr in einen Fusionsprozess mit einbeziehen. Über eine mögliche Fusion will man im Spätherbst 2010 oder der erst im Verlauf von 2011 abstimmen. Am Freitag hat die Enalpine AG das Geschäftsjahr 2009 mit der GV im Fisper Rathaussaal abgeschlossen. Die Gesamtleistung des Unternehmens ist gegenüber dem Vorjahr von 144 Millionen auf 166 Millionen Franken gestiegen. Das EBITDA hat man um 17% auf 43,8 Millionen steigern. Aus eigenen und Beteiligungskraftwerk, dem Fremdstrombezug und den Swap-Geschäften hat die Enalpine im vergangenen Jahr rund 1,7 Milliarden Kilowattstunden Strom zur Verfügung gehabt. An der GV hat zudem der Pascal Previdoli, Vizedirektor und Leiter der Abteilung Energie beim Bundesamt für Energie, ein Referat über energiepolitische Fragen gehalten. Die beiden Altersheimfanaters, St. Maria und St. Michael, schließen sich zusammen. Neu treten sie unter dem Namen Stiftung Seniorenzentrum Naters auf. Das hat man am Donnerstag am Abend bekannt gegeben. Mit diesem Zusammenschluss will man unter anderem Synergien nutzen und den administrativen Aufwand verkleinern. Im Bereich der Langzeitpflege ist auch ein neues Gesundheitszentrum geplant. Laut den Verantwortlichen laufen im Moment die Abklärungen mit dem Kanton. Die Finanzierung, die ist noch offen. Die Gemeinde Aalen ist 137 Hektare gross. Damit kehrt sie zu einer der kleinsten Gemeinden im Kanton. Wegen der dritten Rottenkorrektion verliert sie nur rund 4 Hektare Boden dazu. Ein Teil davon ist landwirtschaftliche Nutzfläche. Ein Verlust von Eigentum sei zwar immer schmerzhaft, aber es sei für niemanden existenzbedrohend, sagt der Laltner Gemeindepräsident Schorsch Schneidrig. Die positiven Seiten dieses Projekts überwiegen. Ein Bodenbesitzer, der rund 700 Quadratmeter verliert, findet es schade, dass der Kanton viel weniger als der geltende Kadasterwert entschädigt. Es sei zwar noch nichts definitiv, er hofft aber dem Frieden zulieb, dass man alle betroffenen Eigentümer gleich behandelt. Die Stiftung Ischers Briggerbad legt dieses Jahr den Schwerpunkt auf die Instandhaltung des alten Dorfkerns. Damit verbunden ist auch die Instandstellung eines alten Kirchwerks, das der alte Dorfkern mit dem Thermalbad verbindet. Dann will man euch noch die kulturhistorischen Hintergründe von Briggerbad aufarbeiten und die Werterhaltung von alten Gebäuden sicherstellen. Für den Stiftungspräsident Paul Schneidrig gibt es vor allem beim Thema Wein und Wasser grosse Potenziale. Die meisten tödlichen Herzzwischenfälle führt man auf Rhythmusstörungen zurück. Wegen der grossen Menschenansammlung hat man den zweiten Defibrillator zu Fisch beim Bahnhofbereich installiert. Der Samariterverein Fischbaldschieder übernimmt nicht nur die Wartung von den zwei Standorten beim Lapost und neu eben auch beim Bahnhof. Bald schon will man euch Mitarbeiter und euch alle anderen Interessierten instruieren. Bei Missbrauch vom Gerät geht automatisch ein Alarm los. Zu Fisch hat es am Freitag einen Projekttag unter dem Motto «Ich weiss mir zu helfen» für Schulkinder gegeben. Organisiert hat der Tag die interkommunale Schule Fisch-Fischertal-Lachsch. Es hat verschiedene Ateliers gegeben, die Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse besucht haben. Hier haben sie zum Beispiel gelernt, was man machen muss, wenn es brennt, wie man Unfälle verhindern kann, wie man mit seelischen Problemen umgehen kann oder wie man richtig sitzen sollte, um nicht zu schädigen. Am Donnerstag hat sich bei einem Unfall im Colombé-Tunnel die Fahrerin von einem Ambulanzwagen leicht verletzt. Laut der Kantonspolizei war die Ambulanz mit Blaulicht, aber ohne Sirene im Tunnel unterwegs gewesen. Das Gleiche, was die Ambulanz ein Auto überholen wollte, hat das auf rechts ausweichen. Die Ambulanz hat dann die Tunnelmauer gestreift. Am Donnerstagvormittag war man zu Feuille dahinter, auf einem Neubau Dachpappa zu verschweissen. Dabei hat auf einmal ein Teil der Dachkonstruktion angefangen zu brennen. Laut der Kantonspolizei hat es keine Verletzungen gegeben.
Am Donnerstag am Abend hat es am Zermatt Unplugged Festival einen weiteren Höhepunkt gegeben. Der Billy Idol als Ikone von einer ganzen Generation hat China gross auftreten. Von Anfang an hat er den Draht zum Publikum gefunden und hat mit alten und neuen Liedern die Leute begeistert. Es ist nicht lang gegangen, bis euch auf den hintersten Sitzen alle sind aufgestanden. Mit einer grossartigen Bühnenshow und tollen Lichteffekten hat er mit seinem Auftritt das nicht ganz ausverkäufte Festzelt zum Rocken gebracht. Zum Sport Badminton. Gianni Ciccolini ist an der EM zu Manchester im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen die Deutsche Juliane Schenk hat die Oberwalliserin zwei Sätze mit 19-21 und 9-21 verloren. Knallhart statt federleicht ist das Resultat für Gianni Ciccolini. Ob der Himmel in den nächsten Tagen eher mit wattenweichen Wolken geschmückt ist oder ob auch dunkle Regenwolken die Sonne verdecken, das sehen wir jetzt im Walliswetter. Trotz Wolkenfelder war das Wetter am Freitag recht hübsch. So hat sich die Sonne im ganzen Oberwallis immer wieder gezeigt, wie wir es auch hier auf der Wetterkamera von Salpgäsch sehen. Frühlingshaft zeigt sich das Wetter am Samstag. Es gibt viel Sonnenschein in der ersten Tageshälfte. Auf den Nachmittag entstehen ein paar Quellwolken und gerade so in der Simplon-Region kann es dort ein paar Regentropfen geben. Die Temperaturen steigen bis auf 20 Grad im Talgrund. Das Zermatt und das Grächen sind es 11 Grad, das Leikerbad im Lietschental und im Goms gibt es 12 Grad. In der Aletschregion klettert das Quecksilber über die 0-Grad-Grenze bis auf 3 Grad. Am Sonntag ist dann nochmal frühlingshaftes Wetter angesagt mit angenehmer Temperatur um die 20 Grad. Erst auf der Wochenanfang gibt es dann wieder mehr Wolken als nur am Wochenende und wir müssen auch wieder den Regenschirm einpacken. Auch die Temperaturen die gehen leicht zurück. Das waren die Walliser Nachrichten vom Freitag, 16. April. Ich wünsche euch, dass ihr am Wochenende ein paar Sonnenstrahlen geniessen könnt. Und die Walliser Nachrichten mit dem aktuellsten aus dem Oberwallis, die gibt es euch am Samstag wieder. Den begrüsst an der Stelle der Janik Zennhäusern.